Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarischen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Kultur und Religion treffen aufeinander. Kirmes in Mariegyud. Traditionen, Kultur, köstliches Essen. Das war das vierte Festival der Nationalitäten. Peachlit Festival. Daniel Killmann präsentiert sein neues Buch vor dem Publikum. Auch in diesem Jahr konnten die Gläubigen an der Maria-Geburt-Wallfahrt der Ungarn-Deutschen in Mariegyud teilnehmen. Die Feier begann mit einem deutschsprachigen Messe und endete mit der Verabschiedung der Pilger. Bei dem Gottesdienst wirkten die Intermelodie-Chor aus Surgetin und die Jugendbasskapelle Villan mit. Christliche Feiertage und Traditionen spielen in Mariegyud eine große Rolle. Auch in diesem Jahr war die Siedlung Gastgeber der Wallfahrt der Ungarn-Deutschen, zu der nicht nur die Ungarn-Deutschen, sondern auch Kroaten und Roma willkommen waren. Heute feiern wir Maria Geburt hier in Mariegyud. Das ist unser Lieblingswallfahrtort. Das ist heute Wallfahrt der Ungarn-Deutschen. Seit den letzten 10 Jahren organisiere ich jetzt oder habe ich den Auftrag bekommen, von den deutschen Selbstverwaltungen diese Wallfahrt zu organisieren. Chor und Blaskapelle gehört dazu. Das ist unsere Herzensangelegenheit der Haschader, weil 40 Jahre lang die Haschader Blaskapelle immer hier diese Wallfahrt begleitet hatte. Zu diesem Anlass kommen die Gläubigen aus den Komitaten Tolnau und Branau. Das Fest beginnt immer mit einer Messe in deutscher Sprache. In diesem Jahr wurde auch der Rosenkranz in deutscher Sprache gebetet, eine Besonderheit im Vergleich zu den Vorjahren. Ősi hagyománya van a német búcsúnak Mariegyüdön. Úgy alakult ki a kegyhely történetében, hogy Kisboldogasszony a németek főbúcsúja. A Tolna-Baranya megyei svábok járnak ide búcsúra. Mindig német mise van a szabadtéri oltárnál, ilyenkor német énekekkel. Fontos, hogy a kegyhely otthont ad a nemzetiségieknek. Minden nemzetiségének van külön búcsúja, horvátoknak, sváboknak, székelyeknek, és az egyház megyébe, hála Istennek, elég színesek vagyunk ilyen téren is. A mai nap azért fontos, hogy a sváb identitást erősítsük, a meglévőkben, a fiatalokban is, és az énekekkel, imádságokkal, Szent Mise ezért van német nyelven, hogy az ő nyelvükön hangozzanak el az énekek, az imádságok. Ziel der Feier ist nicht nur, die religiösen Traditionen zu bewahren, sondern sie auch in das Leben der jungen Menschen zu bringen. Die Messe wurde daher von einer Prozession junger Menschen in Tracht eröffnet. Wir erinnern uns jetzt an unsere Großväter und an allen, die unsere Großeltern und Urgroßeltern, die uns diesen Glauben weitergegeben haben und dass sie das für wichtig gehalten haben, dass die Kinder, die Enkelkinder immer bei dieser Wallfahrt dabei sind. Wir haben jetzt die Aufgabe, das unseren Kindern weiterzugeben. Und wir freuen uns sehr, dass viele Familien zusammengekommen sind. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sind gekommen und unsere Ahnen sind auch gekommen, um die Mutter Gottes zu ehren, ihr zu danken und wiederum um Hilfe zu bitten. Der feierliche Gottesdienst wurde vom ehemaligen Bischof von 5 Kirchen, Mihai Mayer, zelebriert. Der Bischof äußerte auch seine Gedanken zu diesem Fest. Maria születése az mindig kimagasló ünnep volt. Valamennyi, ezt soha nem szeretem kisebbségek, mert itt nem kisebbek meg nagyobbak vannak, hanem amikor Mária elé lépünk, akkor mi valamennyien egyformák vagyunk. Mert valamennyien úgy gondoljuk, hogy ahogy az ikonokon szerepel, Mária mindig rátekint a gyermekre, Jézusra, és ezért azt halljuk mindig magunkban,
hogy tegyetek mindent, amit Jézus mond. Nem azt mondja, amit ő mond, amit Jézus mond. És ez a nagy dolog, amikor mi Jézusra tekintünk, és ezt az a Mária mondja, akit a Gábor angyal úgy köszöntött, hogy kegyelemmel teljes. Mi nem vagyunk kegyelemmel teljesek, de ott van bennünk a keresztség által a kegyelem. De ott van bennünk az eredeti bűnnek a visszahúzó ereje. És ezért kérjük Máriát, akit megvédett az Úristen az eredeti bűntől, hogy segítsen minket, amikor elbotlunk. Segítsen minket, amikor újra fölkelünk, újra indítunk. Ott legyen mellettünk minden jó szándékban, minden jó akaratban, mert olyan könnyű mondani, hogy hát elbuktak. Nem az a probléma, ha valaki elbukott, hanem ha nem tud fölkelni. És dicsekszik azzal, hogy ő a földön maradt. Mi nem ezzel dicsekszünk, azért van minden templomban gyóntatószék is, jelzi, hogy Jézussal újra akarunk indulni, Mária szeretetében és segítségében. Religiosität war in der Geschichte der Ungarndeutschen schon immer von großer Bedeutung. Diese Wallfahrt wird auch in der Zukunft ein wichtiges Ergebnis bleiben, um Traditionen zu bewahren und sie weiterzugeben. Zum vierten Mal fand das Festival der Nationalitäten in Fünfkirchen statt, bei dem die Nationalitäten der Stadt ihre Kultur präsentieren. Das Programm war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Auch in diesem Jahr fand das Festival der Nationalitäten in Fünfkirchen auf dem Széchenyi Platz statt. István Aud, der Nationalitätenbeauftragte, sprach mit unserem Team über die Ursprünge der Veranstaltung. Egy kérés volt a nemzetiségi önkormányzatok részéről, hogy szeretnék a belvárosban, hogyha egy ilyen előkelő helyen, a Széchenyi téren lenne a nemzetiségi fesztivál. Ezért a negyedik nemzetiségi hagyományőrző fesztivált tartjuk itt a téren. Igazából ugye ez a mainak tulajdonképpen azért nagy jelentősége, mert ugye az önkormányzati választásoknál valaki leköszön, elnökök közül valaki ugye nyugdíjba vonul, úgyhogy tulajdonképpen nem lesz már teljes a csapat a következő részben. Így gondoltuk, hogy egy nemzetiségi alapot, amit az elmúlt 5 évben sikerült elérnünk, például a nemzetiségi ösztöndíj program, amit kifejezetten a nemzetiségi önkormányzatok kértek, szeretnénk, hogy ez a továbbiakban is fennmaradna, és ezek a rendezvények, hagyományok, amit az elmúlt években sikerült megvalósítanunk ezeket, szeretnénk, hogy a továbbiakban is folytatnák a nemzetiség önkormányzat, illetve majd az új nemzetiségi tanácsnak. Dieser Veranstaltung ging ein Programm namens Nationalitätenpicknick voraus, das sich im Laufe der Jahre zu einem Nationalitätenfestival entwickelt hat. Dies zeigt, wie beliebt diese Programme sind und wie die Nationalitäten in der Stadt in Frieden zusammenleben können. Valamikor ez 14-15-ben indult el egyébként egy nemzetiségi piknikként, amikor azt találtuk ki annak idején még talán nemzetiségi tanácsnokként, hogy ugye a városban vannak különböző nagy csomópontok, és itt van egy csomó nemzetiség, és menjünk el a különböző nagy csomópontokkal, ilyen nemzetiségi piknikkel. Voltunk Uránvárosban, Kertvárosban, itt a Széchenyi téren, voltunk itt a Jókai téren, voltunk kint Messesen is, és abból indult ez végül is tovább. Akkor az volt a lényeg, hogy az emberek ismerjék meg azokat a nemzetiségeket, amik a városukat lakják. Hiszen Uránban voltam bácsik, aki időt hozzám, azt mondta, nem is tudtam, hogy ilyesmi van a városban, hogy ennyi nemzetiségünk van. Szóval ez egy ilyen indítatás volt, vagy indulás volt. Azóta a nemzetiségi piknik egy nemzetiségi hagyományőrző fesztiválá bővült, nagyon sok színpadi programmal, nagyon sok gasztronómiával, meg azzal, hogy itt együtt tud lenni az összes pécsi nemzetiség. Van olyan emberrel, akivel mindig ilyenkor találkozunk, csak mert erre eljön, itt tudunk beszélgetni, megbeszélni azt, hogy egy éve mi történt vele, úgyhogy szerintem nagyon jó, és a nap folyamán nagyon-nagyon sok ember, pécsi polgár kilátogat, eljön, megkóstolja az ételeinket, beszélget velünk,
vesz egy-két olyan dolgot, amit ilyenkor az általunk, vagy a mi nemzetiségénkhez tartozó vállalkozók termelnek, gyártanak, hoznak ide, kóstolónak, és aztán utána a különböző piacokon újra tudnak találkozni ezekkel az emberekkel. Tehát ez egy ilyen multi rendezvény, ha mondhatnám. Színpadon nagyon-nagyon nívós programok lesznek egész nap. Este egy ilyen táncszázzal zárul a projekt, úgyhogy szerintem lehet, hogy ebből többet is elbírna ez a város, de ez nagyon fontos, hogy van. Natürlich nahm auch die deutsche Nationalität an dem Fest teil. Wie alle anderen Gruppen bereiteten sie traditionelle Speisen und Getränke für die Besucher zu und förderten so die Pflege der Traditionen. Heute sind wir Deutsche Selbstverwaltung mit traditionellen deutschen, ungarndeutschen Sachen gekommen. Einerseits gibt es Stifolder bei uns, dann ein Kuchen, was man sonst bei den Schwaben eigentlich zur Hochzeit den Leuten anbietet. Und wir haben dank eines Projektes mit Schulkindern aus dem Valeria-Koch-Schulzentrum haben wir einen eigenen Wein, Schwein gehabt, heißt dieses Projekt. Und Stifolder machen wir auch selbst mit den Kindern. Und das bieten wir den Leuten jetzt heute an. Und wir versuchen das auch traditionsgemäß zu machen, den Leuten das vorzustellen und Frösch haben wir für die Leute. Es ist wichtig für die Stadt, dass die Nationalitäten ihre Trachten und ihre Bräuche, ihre Esskultur zeigen können, da diese zeigen, wie bunt die Stadt ist. Eine solche Veranstaltung ist eine Gelegenheit, andere Nationalitäten kennenzulernen und es ist auch eine sehr gute gemeinschaftsbildende Veranstaltung. Én nagyon abban bízok, hogy itt látják és érzik az emberek is, hogy együtt, annyira együtt tudunk dolgozni. Egyszerűen magán a színpadon is, ahogy az előadások vannak, minden nemzetiség meg tudja magát mutatni, de amellett az, hogy különböző ételeket fogyasztunk, ez is kiegészíti egymást. Tehát valahol az előétel van meg, valahol a desszertet készítik el, valahol meg a főétel az, ami igazából nekik a nemzeti étkük, és ezekből adnak kóstolót. Szerintem pont ettől szép Pécs városa, hogy így kiegészíti egymást. A nemzetiségek, ez a sok színűség, ami a városban van, ami a különböző épületek, a különböző hagyományok, ezek mind Pécs. És én szeretem Pécset, és örülök neki, hogy a nemzetiségekkel együtt dolgozhattam. Das vierte Festival der Nationalitäten war auch dieses Jahr gut besucht. Dank der farbenfrohen kulturellen Darbietungen, der köstlichen Speisen und Getränke war der Hauptplatz der Stadt bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Rahmen des diesjährigen Speechlicht-Festivals stellte unter anderem der deutsche Autor Daniel Kehlmann sein neues Buch im Wissenszentrum vor. Das Programm am späten Dienstagnachmittag wurde von dem Goethe-Institut organisiert. Viele kamen am Dienstag um 6:30 in dem großen Vortragssaal des Wissenszentrums in Fünfkirchen. Im Rahmen der sechstägigen Speechlicht-Festivals hatte das Publikum die Möglichkeit, unter anderem ausländische Schriftsteller kennenzulernen. Die Podiumsdiskussion mit einer Lesung wurde durch die Unterstützung des Goethe-Instituts ermöglicht. Heute haben wir Daniel Kehlmann zu Gast bei Speechlicht. Wir waren gestern mit ihm schon bei einer Veranstaltung in Budapest und haben ein riesengroßes Interesse an seiner Lesung und auch an dem Gespräch gefunden. Er hat eine große Leserschaft auch in Ungarn. Viele seiner Bücher sind ja auch übersetzt und das Neueste ist ja gerade herausgekommen, auch in einer ganz großartigen Übersetzung von Zsuzsa Fodor. Und wir erwarten wirklich ein sehr gemischtes Publikum. Das haben wir die letzten Male auch gesehen, dass alle Altersgruppen vertreten sind und dass einfach viel Interesse am Autor, aber auch am Thema und an der Diskussion einfach besteht. Wir organisieren regelmäßig Programme zur Literatur, immer mit Partnern wie eben Speechlicht oder Jelenko oder dem Verlag Magwitte. Wir sind sehr aktiv bei Literaturfestivals und freuen uns immer, wenn wir deutsche Autoren und Autorinnen ins Ausland bringen können und sie eigentlich immer mit lokalen, also in dem Fall ungarischen Autoren und Autorinnen ins Gespräch bringen. Und gerade so Literaturfestivals wie hier in Speech sind eine ganz tolle Gelegenheit dafür, weil sich dann die Autoren auch vernetzen können, miteinander austauschen können. Da entstehen ganz viele Freundschaften auch unter den Schriftstellern und das freut uns, wenn wir ein bisschen dazu beitragen können. Und natürlich, ich lese auch gerne und es ist uns eine
Angelegenheit. Es freut uns sehr, wenn wir einem großen Lesepublikum jemanden präsentieren können, an dem sie Spaß haben und wo sie was Neues erfahren und vielleicht auch Lust haben, weiterzulesen. Daniel Kehlmann ist einer der bekanntesten und beliebtesten deutschen Schriftsteller der Welt. Ist Autor zahlreicher Bücher, Drehbücher, Artikel und Essays. Im Wissenszentrum in Fünfkirchen erzählte unserem Kollegen unter anderem von seinem Berufsweg. Ja, ich bin Daniel Kehlmann, ich bin Schriftsteller und ich lese heute auf diesem Festival vor. Und, also, beziehungsweise ich werde vor allem sprechen, also ein Gespräch führen. Ich schreibe schon seit 1997. Damals kam mein erster Roman heraus und ich wollte nie was anderes machen als schreiben. Ich habe alle Formen außer Gedichten bespielt sozusagen. Romane, Essays, Stücke und Drehbücher. Schriftsteller sein, wenn man das Glück hat, dass es funktioniert, ist der schönste Beruf auf der Welt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung am Dienstag stand sein neues Buch Lichtspiel. Neben dem Inhalt des Buches sprach der Autor auch darüber, woher er seine Inspiration nimmt. Ach, das kann ich gar nicht so allgemein sagen. Ich versuche, gelingende Bücher zu schreiben sozusagen. Und was gelingen bedeutet, das ist in jedem Buch wieder etwas anderes. Jeder Roman bestimmt seine eigenen Regeln. Also in dem neuen Roman geht es um die kleinen und dann nicht mehr so kleinen Kompromisse, die man in einer Diktatur macht, die Menschen in einer Diktatur machen und sich selber sagen, es ist nicht so schlimm und sich selber sagen, das kann man eben noch gerade noch tun und dann plötzlich zu weit gegangen sind. Also die Frage, wie weit darf man und kann man gehen, wenn man umgeben ist von einem Staat, der keine Demokratie ist. Und deswegen ist mir natürlich besonders wichtig, unter den gegenwärtigen Umständen das Buch in Ungarn zu präsentieren. Es geht um eine Geschichte, die auf einer wahren Geschichte beruht. Der große deutsche Stummfilmregisseur und später Tonfilmregisseur G.W. Pabst ging ins Exil in Hollywood und hat dann rätselhafterweise beschlossen, zurück nach Europa zu gehen und ging dann aus Hollywood nach Nazi-Deutschland zurück und hat Filme für die Nazis gemacht, ohne selber ein Nazi zu sein. Und das ist die Basis des Romans, den ich über ihn geschrieben habe und der jetzt auf Ungarisch herausgekommen ist. Das Goethe-Institut Budapest gibt es seit 1988. Das Institut hat 4 Abteilungen, die Abteilung für Kulturprogramme, die Bibliothek, die Sprachschule und die Abteilung für Sprachlehrerausbildung. Ihr Ziel ist es, das Sprachlernen zu fördern und internationale kulturelle Zusammenarbeit und Kontakte aufzubauen. Das Institut organisiert regelmäßig literarische Programme. Wir, das Goethe-Institut, wir sind das offizielle Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland und die große Aufgabe ist Kulturaustausch zwischen Deutschland und dem jeweiligen Gastland, in diesem Fall Ungarn. Wie machen wir das? Wir machen das durch Sprachprogramme, wir unterrichten Deutsch, arbeiten mit Bildungsbehörden, mit Lehrkräften, mit Schülerinnen und Schülern. Und wir haben den ganzen Bereich Kulturprogramm, in dem wir Künstler und Künstlerinnen vernetzen. Oder eben auch Künstler, Künstlerinnen versuchen nach Ungarn zu bringen, aber auch ungarischen Künstlern und Künstlerinnen Kontakt in Deutschland zu verschaffen, sodass dann am Ende Netzwerkarbeit geschieht und Verbindung zwischen den beiden Kulturen. Als Goethe-Institut sind engagiert im Kulturaustausch und das ist uns ein großes Anliegen, Leute verschiedener Kulturen einfach in Kontakt zu bringen. Und wo besser funktioniert das als bei einem Literaturfestival? Da sind so viele Themen, die diskutiert werden durch die Literatur. Man kann sich unterhalten und der persönliche Austausch ist immer doch noch so ein i-Tüpfelchen. Das bringt immer noch ein bisschen mehr, als nur digital in Kontakt zu treten. Und ich finde es selber auch faszinierend, zu Literaturfestivals zu gehen, auch mal die Autoren selber zu hören, zu sehen, zu schauen, wie lesen die ihre Texte, was präsentieren sie so an Themen. Und wie gesagt, dieser gemeinsame Austausch zu gemeinsamen Themen, zu einer gemeinsamen Diskussion, das liegt uns als Institut sehr am Herzen. Und wir freuen uns deshalb wahnsinnig, hier zu sein. Das deutschsprachige Programm am Dienstag war ein großer Erfolg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.